Kids Wear for Naked. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Fabienne und falls ihr irgendwie, ich weiß nicht, neu hier seid, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich lade hier auf jeden Fall wöchentlich hoch und ja, das erste zu mir. Ich bin by the way 19 Jahre alt, für die, die es interessiert. Ist aber jetzt für heute nicht wichtig. Wie ihr schon Titel gelesen habt, gibt es heute einen neuen Real Talk. Ich habe euch das jetzt schon saulang versprochen, aber ich hätte auch schon öfter das Video abgedreht. Also es handelt sich halt dieses Mal um sehr, 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 sehr private Themen und vielleicht auch Themen, die ein bisschen so sensibler sind auf jeden Fall. Also falls euch, ob es jetzt Essstörung ist oder mentale Sachen oder so, falls euch das irgendwie triggert, schaut euch bitte dieses Video nicht an, weil, ja, wie gesagt, ich will hier keinen triggern oder irgendwie das keinen Zustand von irgendjemandem verschlechtern. Egal, ihr wisst, was ich meine. Also falls ihr irgendwie damit zu kämpfen habt oder damit zu tun habt, dann sucht euch bitte, bitte Hilfe. Das ist auch nichts Schlimmes. Es ist was komplett Normales und ja, wenn ihr Hilfe braucht, holt euch die Hilfe auch. Ihr habt euch gewünscht, dass ich über Mental Health spreche, über meine Essstörung, weil ich das auch schon öfter angesprochen habe, dass ich damit zu kämpfen hatte. Ich würde auch sagen, ich starte direkt mit dem Thema von meiner Essstörung. Ich glaube, für die, die schon mit dem Thema irgendwie in Berührung kamen, die können, glaube ich, bestätigen, dass man, wenn man einmal eine Essstörung hatte, also einmal da so ein bisschen abgerutscht ist, dass man da eigentlich so gut wie nicht mehr so komplett rauskommt. Also, dass es so im Gehirn verankert ist. Und das musste ich auch irgendwie so ein bisschen jetzt Monate wieder so akzeptieren, feststellen. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal ganz vorne an. Und zwar hat das Ganze bei mir angefangen mit Ende 12, Anfang 13. Da war ich war mit 12 war ich noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich war auch ein Kind und ich hatte halt einfach noch ein bisschen mehr Babyspeck und generell war ich einfach, also in meiner Klasse waren die ganzen Mädels wirklich richtig dünn und, also schlank und ich war halt so ein bisschen, noch ein bisschen proper so. Ich hätte mich damals schon so nie wohl so damit gefühlt, man vergleicht sich ja in dem Alter sowieso die ganze Zeit miteinander und untereinander. Und dann waren da auch so zwei Mädels in meiner Klasse, die halt immer mich mal wieder so, ja, damit geteasert haben, die mich so ein bisschen, ne, belächelt haben. Ich will das gar nicht irgendwie mit Mobbing gleichsetzen. Mobbing war es auch auf, also es gab eine Situation im Sportunterricht, da hatten die mir so einen Basketball in den Bauch geworfen und meinten so, dass ich halt fett bin. Aber das war so eine einmalige Sache und sonst wurde ich halt ab und zu mal belächelt. Ja, und keine Ahnung, ich war sowieso, ich war auch nie so das beliebteste Teenager da auf der Schule. Vor allem halt die ersten Jahre, wo ich noch so ein bisschen hubbeliger war. Und ja, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt. So. Aber ich würde das nicht mit Mobbing gleichsetzen, weil Mobbing ist für mich nochmal was Extremeres. Und ich will das nicht gleichsetzen, dass Leute denken, dass ich, wisst ihr, was ich meine? Ich habe mich unwohl gefühlt, so das ist der Punkt gewesen. Und nach diesem Sportunterricht, das war halt nämlich so, dass ich halt eingeteilt wurde, um die Sporthalle aufzuräumen und die zwei Mädels wurden mit mir eingeteilt. Und dann ist das passiert mit dem Basketball, was ich euch gerade eben erzählt hatte. Und das war so bei mir, das war so ein Punkt in meinem Kopf oder mein Gehirn hat es irgendwie so, es hat irgendwas ausgelöst, dass ich einfach ich dachte so, okay, Fabian, du musst jetzt was ändern. Also ich persönlich hatte keine Ahnung von Ernährung, ich hatte keine Ahnung von Abnehmen und was weiß ich. Aber ich wusste so, yo, okay, dann muss ich halt weniger essen, dann werde ich schon abnehmen. Und das habe ich halt auch getan. Ich habe halt wirklich fast nichts mehr gegessen. Ich habe morgens immer mit meiner Schwester gefrühstückt und als ich dann fertig war, habe ich mein Frühstück genommen und das zum Beispiel die Toilette runtergespült. Das Essen, was meine Mami geschmiert hat, also das Brot, was meine Mami geschmiert hatte, immer für die Pausen, das habe ich verschenkt oder weggeschmissen. Also total. Und abends habe ich dann immer gesagt, ich habe keinen Hunger mehr oder wisst ihr, ja. Und ich habe das auch echt lange durchgezogen. Ich hatte damit auch irgendwie keine Probleme oder so. Ich weiß nicht, ich war da so konsequent und so. Ich war da auch so streng mit mir, ich habe noch nichts erlaubt so. Ich habe eigentlich immer so einen Apfel gegessen und das war es dann eigentlich auch. Und dann halt ein paar Bissen vom Essen so abends. Und das habe ich lange Zeit durchgezogen, bis ich auch wirklich sehr, sehr, sehr abgemagert war.
Ich will jetzt hier keine Gewichte nennen oder so, aber ich war auf jeden Fall sehr, 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 sehr dünn. Ich war zu dem Zeitpunkt 1 Meter, schon 1 Meter 70, meine ich. 1 Meter oder über 1 Meter 70, ich habe keine Ahnung mehr, wann ich diesen krassen Wachstumsschub bekommen habe. Aber ich war auf jeden Fall, also das Ding ist so, diesen Wachstumsschub, den ich auch bekommen hatte, der war, als ich noch abgenommen habe. Sprich, ich habe abgenommen, also fast nichts gegessen und dann noch diesen Wachstumsschub bekommen, weswegen das alles sehr, noch sehr viel krasser aussah, glaube ich. Die Lehrer haben mich dann drauf angesprochen und also irgendwann war es halt so der Punkt, dass meine Mom auch so ein Gespräch mit mir geführt hatte und meinte, gut, wenn du so weitermachst, kann ich dich hier nicht zu Hause behalten, dann musst du halt irgendwo hin, so, dann, ne? Und ich weiß noch, das fand ich so schlimm, weil ich das selber gar nicht so richtig realisiert hatte. Wie gesagt, ich war so jung, ich hatte ja keine Ahnung, ich habe das gar nicht so realisiert. Und auch immer, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, habe ich mich immer noch nicht dünn gesehen. Ich dachte immer noch, das wäre zu viel so. Auf jeden Fall habe ich ab dem Zeitpunkt dann wieder angefangen, normal zu essen. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Ich kann auch nicht mehr Tipps geben oder so, weil ich selber nicht weiß, ich weiß es echt nicht mehr. Aber auch zu diesem Punkt, so dass ich mich im Spiegel oder auch auf Fotos immer dicker gesehen habe. Also, das ist, keine Ahnung, das ist auch so. Das meine ich auch mit diesem. Das wird man, glaube ich, nie los. Ich sehe manchmal Fotos von früher, wo ich auf jeden Fall noch schlanker war als jetzt oder so. Wo ich genau weiß, dass ich wirklich mich so unglaublich unwohl gefühlt hatte, weil ich dachte, ich wäre so dick auf dem Foto. Und heutzutage denke ich mir so, was ist eigentlich los mit dir gewesen? Also, wie kann das sein? Also, wie kann man so eine gestörte Selbstwahrnehmung haben? Ich weiß nicht, ob man das noch momentan als Essstörung deuten kann. Momentan, also gerade die letzten Wochen, Monate, hatte ich wieder ein bisschen damit zu kämpfen, muss ich sagen. Ich habe das sonst immer sehr gut unter Kontrolle. Ich muss zwar immer noch sagen, dass ich hatte halt zu der Zeit damals auch Kalorien und so getrackt. Ich muss sagen, dass ich tracke zwar keine Kalorien mehr, weil ich genau weiß, dass mich das auf Dauer triggert, aber einfach, dass ich manchmal so Kalorien sehe. Weißt du, wenn ich das Lebensmittel sehe, dann sehe ich die Kalorien so. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich die Kalorien noch komplett auswendig weiß. Ich weiß alle Kalorien so auswendig. Und dann kam es halt jetzt in den letzten Wochen noch so, dass meine Haut immer schlechter wurde. Ich hatte das auch ja auch schon mal angesprochen. Einfach weil die Haut so schlecht wurde, habe ich mir halt wieder so ein paar Lebensmittel verboten, die halt diese Pickel oder die Akne halt noch mehr fördern. Und gerade durch dieses Verbieten von Lebensmitteln, das triggert mich unglaublich. Also meine Essstörung sozusagen triggert das unglaublich. Ich will auch diese Essstörung nicht so, wie soll ich sagen, so kleinreden. Wisst ihr, ich weiß, dass ich jetzt nicht die schlimmste Essstörung oder so habe, aber es geht auch nicht darum, dass man die schlimmste Essstörung hat und dass man sich übergibt oder so. Oder wisst ihr, was ich meine? Es gibt ja auch kleinere Ausmaße. Auf jeden Fall hat mich das unglaublich getriggert und dann bin ich so ein bisschen in dieses Binge-Eating reingekommen. Sprich, wo man halt Sachen isst, die man sich verboten hatte und davon dann viel zu viel isst und am Ende gar nicht weiß, warum man es gegessen hat. So, wisst ihr, dass man so ein bisschen die Kontrolle darüber verliert. Und das hatte ich so ein bisschen die letzten Monate, also damit hatte ich zu kämpfen. Ich bin es gerade dabei, in den Griff zu kriegen, bin auch auf dem Weg der Besserung, wo du Sachen isst und du dir danach denkst so, du hattest überhaupt keinen Hunger. Du hattest keinen Hunger. Du hattest einfach nur Langeweile und das einfach so ein gestörtes Essverhalten einfach. Ich muss sagen, ich hätte das nicht in einem extremen Ausmaß, dass ich mir Unmengen an Essen reingeschaufelt habe oder so, aber trotzdem Essen gegessen habe, was ich nicht hätte essen müssen, weil ich schon voll war oder weil ich es generell, das, wisst ihr, was ich meine? Ich will dieses Video auch nicht so negativ belasten, dass man, ich habe das schon dreimal aufgenommen, dieses Video, schon über den letzten Monate. Aber ich hatte so das Gefühl, ich kann euch dieses Video nicht zeigen, wenn ich euch nicht ein bisschen was Positives oder eine Besserung mitgeben kann. Ich muss sagen, jetzt gerade fühle ich mich auch so, so, so viel wohler wieder. Als ich das vor einem Monat aufgenommen hatte, da ging es mir auch mental irgendwie nicht so gut oder ich habe mich nicht so wohl gefühlt.
Und ich dachte, wenn ich das jetzt hochlade, das kann ich ja nicht verantworten, dass Leute sich das anschauen und dann aus dem Video gehen und sich irgendwie noch schlechter fühlen, als sie sich vielleicht schon momentan fühlen oder so, weil ihr vielleicht durch gleiche Sachen durchgeht oder schlimmere Dinge durchgehen oder was weiß ich. Das wollte ich einfach nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was mir jetzt so gerade aus den letzten Monaten herausgeholfen hat, weil ich wirklich, ich kann mich nicht mehr erinnern, was es vor ein paar Jahren war, vor vielen Jahren war es, jetzt auch schon 6 Jahre her, dass ich dieses Verbieten lasse, so gerade die Haut so. So, das Ding ist, meine größte Insecurity ist meine Haut. Keine Ahnung, ich habe so das Gefühl gehabt, so, yo, ich verzichte jetzt auf Gluten, dann wird es besser. Ich verzichte jetzt auf Zucker, dann wird es besser. Ich verzichte jetzt auf alles Tierische, dann wird es besser. Aber gerade dieses Verbieten, das triggert halt dieses andere Problem so unfassbar, dass ich krieg's nicht hin. Ich krieg halt nicht alles unter die eine Kappe und das musste ich mir ein bisschen eingestehen, um das auch so zu realisieren und dann einzugestehen. Es hat ein bisschen gedauert, gerade die letzten Monate. Aber gerade dieses Verbieten, das sein zu lassen, hat mir geholfen. Es hat zwar lange gedauert, bis ich das hinbekommen habe. Und auch vor allem dieses wieder auf den Körper hören, wieder darauf hören, so wann sagt dir der Körper so, ey, ich habe Hunger? Und dass man dann erst ist, so, ich hab die letzten Monate oder letzten, was weiß ich, ich habe nicht darauf gehört, ob mein Körper mir sagt, so, boah, ich habe jetzt Hunger, ich habe einfach gegessen. So, und das ist halt auch nicht Sinn der Sache. Bin auch immer noch dabei, ich habe es auch noch nicht so ganz drauf. Aber das ist so, was man, glaube ich, wieder erlernen muss. Was mir auch unglaublich geholfen hat, ist es auch nicht mehr alleine zu essen, wisst ihr? Einfach eher in Gesellschaft zu essen oder darauf zu warten, bis halt dann jemand kommt oder so und sich dann dazu zu setzen, egal ob jetzt der andere auch isst, aber einfach jemanden zu haben, der dann irgendwie in deiner Nähe ist und dann zu essen, das hat mir auch irgendwie so ein bisschen geholfen. Mein Ziel war es immer eigentlich, ein gesundes Essverhalten zu haben und daran werde ich auch arbeiten, bis es halt irgendwann gesund ist und ich bin, glaube ich, auf einem guten Weg. Da bin ich auch stolz drauf. Und ich muss auch sagen, dass ich über die Zeit jetzt zugenommen habe und dass ich da auch sehr viele Insecurities so mitbekommen habe, muss ich auch ehrlich sagen. Aber ich weiß nicht, ich versuche mich einfach allgemein nicht mehr so arg selber zu stressen. Einfach weil man kann nicht alles so gleichzeitig schaffen. Man kann nicht sein Essverhalten wieder gesund hinbekommen. Man kann nicht eine reine Haut sich wieder zaubern und dann kann man nicht noch gleichzeitig perfect in shape sein, was weiß ich. Das bin ich einfach gerade dabei, so ein bisschen wieder in Ordnung zu bekommen und gerade auch mein Mindset wieder in Ordnung zu bekommen, weil jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Thema und zwar ist das Mental Health. Das war auch so ein bisschen bei mir aus dem Ruder gelaufen, würde ich sagen. Ich muss also jetzt sagen, mir geht es wieder viel, viel besser, also macht euch da jetzt keine Gedanken oder so. Und es ist wirklich erschreckend, wie viel das eigentlich mit der Einstellung zu tun hat, mit der man so in den Tag reingeht. Habe ich so das Gefühl, also, I don't know, ich hatte so, vor ein paar Monaten hatte ich so, glaube ich, so den krassesten Tiefpunkt. Ich weiß noch, ich war eine Woche in Berlin und ich habe mich so unglaublich unwohl in meinem eigenen Körper gefühlt, in meinem eigenen, weiß nicht. Ich habe jeden Abend, nachdem ich mit meiner Schwester was gemacht hatte und so, ich habe jeden Abend auf meinem Zimmer gesessen, also auf meinem Hotelzimmer und habe geweint und dachte mir einfach nur so, was soll ich machen? Richtig hilflos und richtig verloren gefühlt. Und ich wusste auch, dass es mir eigentlich gut geht, aber irgendwie wusste ich auch, dass es mir nicht gut geht und sau schwer zu beschreiben. Es ist manchmal wirklich hart so, wenn man weiß, ey, ganz ehrlich, mir geht es eigentlich so gut, ich habe es so gut, ich habe eine tolle Familie, ich bin sicher in meiner Umgebung, ich habe eigentlich keine dramatischen Probleme, aber dass es dir dann trotzdem so kacke geht, das hat mich irgendwie so komplett verwirrt und ich wusste einfach nicht mehr, wo oben und unten ist und ich habe mich irgendwie so gefühlt, als wäre ich in so ein riesengroßes Loch reingefallen, in dem ich irgendwie gar nicht mehr rauskomme. Und ganz ehrlich, ich habe es versucht, meiner Mom zu erklären, ich habe es versucht, meiner Schwester zu erklären und ich glaube, keiner hat so richtig verstanden, was da mit mir vorgegangen ist oder was da wirklich so in mir vorgegangen ist. So, die sehen dich und die sagen, ey, du bist perfekt und du bist so toll und du hast so ein tolles Leben und so. Das
kann nicht sein, dass es dir so schlecht geht. Und ne, ich kann es so verstehen, die konnten das halt gar nicht verstehen, dass es mir so geht. Und die konnten es nicht nachvollziehen, ich glaube, das ist das richtige Wort. Die konnten es nicht wirklich nachvollziehen. Bei mir war das auch einfach zu dem Zeitpunkt einfach so ein Zusammenspiel aus allem. Einfach, dass ich mich einfach insgesamt sehr unwohl gefühlt habe. Ganz ehrlich, ich würde euch so unglaublich gerne so Tipps geben und sagen, so wie ihr aus eurem Loch irgendwie, wenn ihr mal in irgendeines reingeratet oder da gerade reingeraten seid. Ich würde euch so gerne Tipps geben und euch sagen, wie ihr da irgendwie rauskommt. Aber ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Weg oder muss seinen eigenen Weg gehen und seinen eigenen Weg auch wieder herausfinden. Ich will einfach nur so, wenn ihr Hilfe braucht, nehmt Hilfe an. Es ist okay, auch mal nicht stark zu sein. Es ist okay, dass man vielleicht sich mal hilflos fühlt und es ist okay, dass man weinen muss und es ist einfach okay. Was ich euch auch sagen will, ich hatte das zwar auf Social Media angesprochen, aber das hat doch keiner gesehen bis dahin so. Keiner sieht, ich meine, keiner, wirklich wenige Menschen werden euch auf Social Media zum Beispiel sagen, boah, heute hatte ich einen Scheißtag. Ja, fühle mich eigentlich einfach richtig dreckig. Sagt ja keiner. Man teilt nur die wunderschönen Seiten aus seinem Leben mit und man denkt, das ist das Leben von der Person. Aber Leute, das ist Quatsch, das ist so gelogen. Ich hoffe einfach, dass wir in Zukunft alle lernen, diese App richtig zu nutzen. Ja, es ist okay, diese App als Inspiration zu nehmen, was Fashion angeht oder vielleicht auch, jo, so will ich meinen Körper trainieren oder so. Boah, ich hätte gern so ein tolles Leben wie die Person oder ich hätte gern so ein tolles Leben wie die Person, weil es Bullshit ist. Es ist Bullshit, dieses Leben, was sie präsentieren, das existiert auch bei denen nicht so. Ich hoffe einfach, dass sich das irgendwie ändert, aber ich weiß, dass es hart ist und ich ertappe mich auch manchmal selber dabei, wie ich damit nicht richtig umgehe. Ich will euch jetzt hier auch nicht unendlich lange zulabern. Falls ihr euch sowas öfter wünscht, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das war jetzt nicht so zu träge oder zu langweilig oder was weiß ich. Sonst habt ihr wahrscheinlich schon abgeschaltet. Das waren einfach so ein bisschen meine Gedanken. Naja, auf jeden Fall, falls ihr bis hierhin dran geblieben seid, freut mich das sehr. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, falls ihr das wollt. Und sonst, ja, hoffe ich einfach, dass wir uns nächstes Mal wiedersehen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bleibt gesund und achtet einfach auf euch. Hört auf euren Körper und ja, macht's gut. Bye, bye.